Nummer 6. Jetzt soll's langsam. Scheiße. Das könnte wieder eng werden hier. Etwas höher gebremst. Weil da unten durch die Kurve kommt, das heißt, die Entscheidung fällt unten in der Kreuzbandkurve. Moment vorne, Nummer 70, der da wurde leicht vorne, aber vielleicht kann man noch in der Kurve etwas aufholen. Schade, Mann. Trotzdem ein Applaus für den Frank Schuler. Eine kurz. Aber das ist noch aufzuholen. Eine Kurve ist noch da. Im Moment die Nummer 6. Nummer 70 Schatten. Nackenlage vorne in der Volkswagen-Kurve. Macht ihr keinen Stress? Jetzt noch unten gemeinsam durch die Volkswagen-Kurve. Guck mal, wenn wir das hier sehen. Aber sehr erfolgreich. Mal schauen, ob er den Vorsprung in der Volkswagen-Kurve aufholen kann. Aber es sieht dann auch aus, dass der Florian Teufel das Rennen nach Hause fahren kann. Jawohl. Fahren kann. Kommt weit. Sensationell. Wählen eine unterschiedliche Einfahrt in die Kurve. Können leider die Startnummer von hier oben nicht erkennen, deswegen bitten wir die Rennleitung, uns den Sieger durchzugeben. In die Kurve, der Bambam ist hinten dran. Und jetzt fährt er hier vorbei. Der Steffen Fischer führt gegen seinen Vater. Oh, ich meine nicht. Oh, ich glaube, heute Abend hängt der Haussegen schief. Gleich. Vater rausgekriegt. Noch Zeit für zu winken fürs Foto. Das ist die Startnummer, sehe ich nicht. Die Startnummer 9, dankeschön. Der Jörg Schmidt, der als erster dann in die Volkswagen-Kurve. Nebeneinander. Stefan Scholl fährt wieder innen, kommt etwas weit raus. Der Daniel Auwald nutzt den Schwung, um sich davor zu setzen. Das entscheidet sich jetzt in der Volkswagen-Kurve. Das Thema ist vorne. Ja, weil der Hugo Klapperich. Ausgeschieden.
Also der Tobias Ringeler mit der Startnummer 50 und der Steffen Fischer mit der Startnummer 8. Der Tobias fährt innen vorbei, hat jetzt... Das wird ein heißes Duell bis zur Volksbankkurve. Aber der Tobias Ringeler hat im Angriff nach wieder eine Wette. Das ist vorne war nicht der Jörg, sondern der Daniel Laubold, der auch als erster in die Volksparkkurve geht und somit das Rennen. Innen vorbeigezogen. Schauen wir auf die Nummer. Der Tobias Ringeler führt in der Startnummer 5. Das ist der Zuerst in die TK Voskom, wer die innere Linie wählt, das ist der Marius Krämer, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Entschuldigung, der Michael Philips und hinten stürzt der Dennis Fetzer, aber nichts passiert. Innen die Tür zugemacht. Das war der Daniel Herbold, der jetzt als erster in die Volksbankkurve einbiegt. Und der Tobias Ringeler hat in diesem Fall das Nachsehen. Hier steckt wohl keiner mehr zurück. Beide ganz eng durch die Kurve. Da wird die Volksbankkurve wohl die Entscheidung bringen. Der Daniel Herbold führt im Moment mit der Nummer 79. Und scheint den... Kennen, wer da aktuell führt. Doch, der Mario Ochter hat gleich die Nase vorn, geht zuerst in die TK Forstkurve. Kommen aber beide jetzt Richtung Volksbankkurve. Der Sandro Zilli greift innen an. Wenn er die Hände überhalten kann. Aber der ruhig sieht aus. Der ruhig aus. Der Gewinner des Profirennens. Sandro Zilli.